Willkommen zu einer weiteren Folge Essen hier. Folge ja, Mann! 40 ist das mit dabei, Lucky Spike und Fliegen. Los! Nach langer Pause geht's nochmal weiter und direkt. Ja, Mann! Fliegen! Mit einer Rakete, weil wir entgänzen. Wir sind ja, Ressourcen sparen. Richtig viel. Wir sind Ökos. Eigentlich nicht. Ja, Ökos würde ich das jetzt nicht nennen. So. Du musst nochmal eins weiter, ne? Ja, dazu drücken wir jetzt einmal C die oder Pause. Die richtige Taste, bitte. Danke. So, und was, wo ist denn jetzt das Desolo? Ah, da. Unidentifizierter Trabant. Also bei mir bist du immer noch in der Ansicht über unser Planeten. Nee, bei mir nicht. Da hinten ist der. Ja, ich sehe ihn. Hä? Hast du den ausgewählt? Ja. Leute, man konnte den in der Planetenansicht auswählen. What the fuck? Ich denke so, warum? Was ich wollte, dass die Anzeige kommt. Ah, aber was? Wo ist er? Ah, da! Ist der Buggy. Lol. Du klickst. Du bist der Steuermann eigentlich, ist jetzt hinten drin. Es landet doch irgendwo. Lol. Ja, nein, bei mir war die Ansicht Buggy. Ich habe gedacht, wir wären schon gelandet, aber. Das war. Junge, das ist ja mal komplett. Wir haben nichts an Ressourcen mit. Ah ja, das ist, aber wir können ja wieder zurückfliegen und wieder hinfliegen. Ja, wir haben den Güterziel bis zum Umfliegen. Ne? Bis zum Umfliegen. Bis zum Umfliegen. So, oh, dann interplanetarischer Ausflug. Wow, hier ist ja null. Ja, natürlich. Und du siehst all die anderen Planeten hier. Das und du kannst schon. Nicht runterfallen. Okay. Du kannst nicht runterfallen? Okay, wir haben ein bisschen behindert. Wird es jetzt nichts fallen. So. Nimm Sauerstoff ab oder so? Nein. Guck mal. Guck mal hier. Wir haben was auf dem Rücken. Moment. Ja, hab ich mit dir was am Rücken, was richtig großes, fettes, braunes? Nein. Das ist kein Kackwurst da hinten. Guck mal, wir brauchen hier alle Ressourcen, glaube ich. Also viele Ressourcen. Jo, was ist das? Das ist alles Zeugs, was wir, glaube ich, gar nicht haben. Oh, warte. Geh mal was ist das hier? Auf Ressourcen. Sind warte das mal, nicht die Sachen, die du aus der Luft. Ist das eine? Kannst du es nicht? Nee, kannst du nicht. Oder du kannst auf die verschiedenen Planeten reisen, da muss ich ja mal gewaltig los. Wo? Hier. Da wo? Guck dir das an. Ja lol, wenn du die überall da freigeschaltet. Alter. Warte, ich versuch mal so unserem Planeten zu. Aha, die anderen Plattformen hast du noch gar nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich wenn die freigeschaltet bei einem anderen Planeten. Nee, es sind einfach nur die Landeplattformen, ne? So, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin im Erdkern jetzt, okay. Und hier brauchen wir Ressourcen, aber was sind das für Ressourcen? Warte, ich komme mal wieder zurück. Was ist denn das erste? Wenn ich jetzt nicht zurückkomme, wäre das halt jetzt belastet. Kann nicht zurückfliegen, das ist nicht der Haken. Warte, ich probiere das mal. Ah, nee, ich kann rein. Okay, alles gut. Was ist das für eine Ressource? Ich finde die erste schon nicht. Hallo? Hart belastende Geschichte. Ja. Bist du jetzt? Warte mal. Bin auch schlecht in sowas. Absolut keine Ahnung, was das alles sein soll. Mir kommt davon absolut nichts bekannt vor. Außer, dass sie hinten radioaktiv sein könnte. Oder wie ist das nur? Biohazard. Biohazard, ja, stimmt. Wir haben noch im Erdkern so eine komische Ressource gefunden, ne? Warte, ich reise kurz im Erdkern und guck mal, ob ich die irgendwo abbauen kann. Haben wir die nicht bei uns auf der Basis liegen? Ja, aber dann müssen wir das Raumschiff. Ja, aber Läufe sind das die speziellen mit Ressourcen von jedem Erdkern. Jo, dann wäre aber GG. Da wäre hart GG, aber wäre irgendwo cool, aber halt, naja, das machen wir dann wohl nicht mehr. Oder ja, wir produzieren noch 30 Folgen. Aber das wäre mehr als 30, ne? Ja, das wäre mehr als 30. Das so, warte, wo muss ich hin? Aber es könnte halt sein, weil die Ressource wird ja auch nicht aufgeführt, meine ich, die wir da gefunden haben, oder? Ne. Alter. So, ich gehe jetzt mal hier raus und guck mal, ob... Das wird wirklich Sinn machen. Und das wäre aber auch... dann können wir es leider nicht zeigen. Und hier werden wir hätten wir jetzt wegschmelzen müssen. Das wäre auch belastend. Ich glaube, da müssen wir mal einen Stream machen, wenn wir, falls wir irgendwann mal wieder Bock drauf dieses Game haben. Ah, Bock? Also, ich hätte jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so absolut gar keinen Bock habe. Aber... So, das würde ich jetzt nicht sagen, ja, ne? Aber. Jetzt nochmal 50 Millionen Erdkerne aufzubuddeln, weiß ich jetzt nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Nee. Warte mal. Sieht hier nicht noch was von der Ressource? Aber cooles Zeug.
coole Sache. Gefühlt, dass das Spiel ein paar Ressourcenprobleme hier drauf so. Nee, warum erstick ich? Ich dachte, hier ist ein Truck irgendwo. Ich sehe es, du bist da hinten am Ersticken. Haben wir den? Nee. Ich weiß nicht, was wir den gemacht haben. Rausgefahren? Nee, sowas haben wir nicht getan, sowas Dummes. Wir haben uns nicht hochgebuddelt, wir sind einfach hochteleportiert. Oh, ich hab hier wieder Sauerstoff. Oh. La la la. Du hast so eine Mitte Sauerstoff, oder? Ja, aber auch schon ein Stück davor. Ja, gut. Okay. Aber hier haben wir ja ein bisschen Dancen. Ein Traktor. Bester Mann ist einfach dieser Blasenanzug. Weil die Gravity ist hier voll abgefuckt. Ja, für den ist die hart abgefuckt. Und der Terra-Anzug. Immer noch in dem. Lol, was ist das? Der ist neu. Hier sind Nein, neue. Traktor! Alter, was ist das für eine Farbe? Ich bleib so. Bester Mann ist das. Gibt's noch was Behinderteres? Ja, ich komm mal wieder dahin. Na, lass mal zurückfliegen, dann gleich und mit die Ressourcen an. Es gibt verschiedene Tanzbanks. Also, Lukas ist schon weggeflogen. Ich guck gerade die Tänze an. Ja, also. Guten Tag. Ich habe hier ein paar Tänze für zu führen. Tanze mal eins. Das Ding ist. Tanz Nummer 2. Tanz Nummer 3. Wenn das hier die Sonne ist, du bist übrigens gemütlich, Lukas. Wenn das hier die Sonne ist. Ah, jetzt bin ich ja gemütlich. Ich habe ein paar Tänze vorzuführen gehabt. Wenn das hier die Sonne ist, dann sind das hier die Planeten. Ich gehe da mal, ne? Könnte sein. Aber welcher ist unser? Das kann man ja gar nicht so einfach erkennen. Hast du die Ressource mitgebracht? Nee, ich bin nicht so weit gekommen. Okay. Der Typ ist ja. Achso. Lass mal zurückfliegen. Und dann holen wir die mal. Ja, Abflug. Achso, du bist im Sitz. Hä? Leute, darüber kann ich auch starten. Ah. Ich könnte auch starten sagen. Lol. Der Bildschirm ist halt hart verbuggt. Start mal bitte. Ich bin im Sonnensystem schon. Oh. Okay. The game is not a bug free. Dann kannst du ja jetzt den Planeten auswählen von uns, oder? Warte. Ich bin gespannt, wie die Backansicht sein wird. Warte, ich muss ja noch eins weiter raus. Ich kann nicht noch eins weiter raus. Du musst eins weiter raus. Jetzt müsste man eins weiter raus sein. Ich nicht. Unser Planet ist. Ja, welcher ist unser Planet? Sylva, ne? Nee. Ja, das ist korrekt. Da fliegen wir jetzt gerade hin. Sehr schön. Kommst du mit oder bist du noch da? Nee, die Animation ist da. Unsere Basis ist gerade genau auf der anderen Seite. Sieh unseren Planeten, das ist schön. Basis ist genau auf der anderen Seite. Soll ich mal jetzt landen auswählen? Fick dich. Gut, wenn das jetzt die ganzen Planetenkerne sind, dann guten Morgen. Guten Mittag und guten Abend. Ja, da könnten wir jetzt mal so durchspielen bis morgen. Ne? Oder übermorgen eher, würde ich mal sagen. Das Geile ist bei dem Protokoll, ne? Ja, eigentlich sollen wir das zu 6 machen. Das macht natürlich nur einer. Und ich habe gesagt, ich mach das. So, damit mir da keiner reinfummelt. Und ich mag das nicht. Das Ding ist, die putschen alle, ich soll das fertig machen. Ich denke mir so, chill, Montag ist Abgabe. Ein Wochenende. Ich bin fast fertig. Ich nicht. So. Ja, aber ich kann das natürlich nachvollziehen, was die von mir wollen. Ja, also ich müsste auch Mathe machen bis Montag, ne? Aber ihr habt ja noch Zeit. PC-Übung bis Mittwoch noch. Nice. Tja, dann. Ich hätte mich auch vielleicht für Montag für ein Praktikum anmelden sollen, aber habe ich vielleicht vergessen. Ja, was denn für Praktikum? Gewerkschaftskunde, das Institut besuchen. Bis Montag und Freitag. Für Freitag kann man sich, meine ich, bis Montag anmelden, aber für Montag konnte man sich bis Freitag anmelden. Oh. Belasten. Naja, eigentlich auch nicht. Habe ich halt frei.
easygoing. Aber habe ich so viel Freizeit zwischen Mathe und Informatik, aber naja. Shit happens, oh, ich fahre nach Hause, mach das Informatik zu Hause. Ist ja keine Pflicht bei dir, so. Ja, ja, das sieht hart aus, so einem Symbol aus. Kein Kurs, so ein Kurs ist Pflicht im Studio. Bei mir sind sehr wenige Pflichtsachen. So, dann fliegen wir mal wieder dahin, ne? Außer die Matheaufgaben abgeben sind nachher halt Pflicht. Oh ne, wir müssen gar nicht mehr dahin fliegen. Ja, außer du läufst irgendwo hin zu dem Ding. Ich meine, ich habe irgendwo eine Linie hingebaut. Junge, die Dinger sind weit weg. Komm. Ja, komm, wir fliegen. Hätte eigentlich genau bevor du da was auf Starten drücken müsst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich trotzdem vor dir da gewesen wäre. Hätte aber einfach machen können, so. Ehre genommen. Gut, wir werden jetzt diese Folge rausfinden, ob wir die vier Folgen noch vollkriegen danach oder nicht. An also, sinnvollem Content. Sinnvollem Content. Wenn wir jetzt den Planeten zum Erdbeeren buddeln müssen, die Ressourcen abbauen. Ich hab ja auch extra. Alter, was geht denn? Alter, jetzt hab ich Ultrabug. Ja, bei mir auch. Ansicht. Alter! Face of the Rover sitzt nicht das Beste. Da wir jetzt schon dieses schwebende Planetending freigeschaltet haben, müssen wir nicht jedes Mal Rakete fliegen, sondern können vom Erdkern direkt dahin. Ja, aber dafür müssen wir erstmal zu jedem Erdkern kommen. Und wie wollen wir das machen in einer Welt, wo wir keinen Rover mit Bohrer haben? Ja. Ich hab gehört, Verpacker ist die Lösung. Jetzt krieg ich erstmal wieder bin ich erstmal wieder halb tot, wenn ich da runterspringe. So, Junge, komm. Okay, warte mal. Welcher ist denn unser Planet? Also, das schaut nicht aus. Das schaut nicht danach aus. Das schaut nicht danach aus. Wenn es jetzt nirgendwo klappt, dann ist das eine ganz traurige Folge. Warte mal, welches Symbol hat das denn bei mir? Oder mein Inventar ist halt hart verbuggt. Ja, komm, gib's mir. Warte. Man kann sich nicht wegsnacken vom Rücken, aber man kann einfach Sachen. Eigentlich schon, meine ich. Hä? Drop mal eins. Einzelsymbole hat das einfach. Kann ich mich jetzt verarschen? Ich würde sagen, im ehesten ist es an dem hier. Ja. Aber auch nicht wirklich. Was müssen wir tun? Müssen wir es einfach in die Mitte legen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist es BOOM alles geschafft! Was ist denn auf den anderen Plattformen noch? Oder ist da nichts einfach? Nee, das ist einfach nichts. Nee, das ist einfach nichts. Na gut, wir könnten jetzt sagen, die Folge ist jetzt gleich vorbei und dann googeln wir, was wir belasten. Wäre hart belastend. Also wir haben im Erdinneren Zeugs gefunden. Wie viel... Warte, ich kann ja mal gucken. Ja. Vielleicht war es auch nicht die Ressource, die wir suchen müssen. Oh, ich habe eine Idee. Aber das wäre jetzt krass viel Aufwand. Ja, lass mich auch mal. 2, 3, 4. Warte, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten. Gib mir die Kugeln der Macht. Ich muss mal kurz mehr finden. 6, 7 Planeten gibt's. Also da wird's... Also 7 Dinger hier auch. Also da wird's passen. Von der Seite aus wird's passen, aber... Und zwar... Ne, falsche Seite. Willst du es irgendwo einschmelzen oder was? Ne, warte. Das können wir auch mal versuchen, natürlich. Aber das haben wir doch gar nicht schon probiert, ob man schmelzen kann. Aber... Kann ich das machen? Oder muss man irgendwas anderes da drauf packen? Ah! Weil die Dinger sind ja nur nicht freigeschaltet, die sehen ja nicht so aus wie sonst. Das wird belastend. Was? Müssen die durchgehen mit Strom versorgt sein, oder was? Nein. Ich weiß aber, was tun müssen. Doch nicht so belastend, meinst du? Nur belastend. Doch sehr, sehr. Was denn? Komm mal, ich kann es halt nicht mitbringen. So, zum Erdkern kommen? Ja. Okay. Dann ist man automatisch im Erdkern, wenn man den Planet auswählen? Ja. Verrecke ich gerade erstmal. Hallo. Kriege ich jetzt hier wieder Sauerstoff? Warum? Ja, auf die andere Seite musst du. Ja, das konnte sich gerade nicht entscheiden, wo ich hin sollte. Auf die andere Seite, da kann man laufen. Wir sind jetzt da. Ja, ich komme. Siehst du das hier? Stimmt. Siehst du das? Weißt du, was man damit nicht machen kann? Ins Inventar tun! Natürlich kann man das Inventar tun. Ich harsche. Okay, wir gehen dann mal wieder, oder? Ist mal komplett vorbei, meinst du?
Ich konnte es nicht mit mir ins Inventar tun. Ich meine, ist dein Inventar nicht voll? Ich habe noch Platz und ich habe aber gerade einen Texturbug in meinem Inventar. Daran kannst du halt auch. Daran kannst du halt auch hart liegen. Das war gerade so ein bisschen buggy, ich hab das auch nicht gefunden. Hä? Ich sehe das Ding nicht mehr auf meinem Rücken. Wie? Da bist du. Ah, hallo, jetzt doch, ist wieder bin ich bei dir schon. Ja, es war in der Animation war es weg. In der Animation war es weg. So, das erste muss das sein, glaube ich. Ja. Ach du Scheiße. Bruder, was ist los? Ja, also man könnte jetzt 3 Milliarden Folgen noch machen. Aber ob ich jetzt Lust hätte auf 6 Planeten zu gehen, um mich in Ehrenkern zu buddeln? Also, ich meine, wir müssen halt überall einen Bohrer rein theoretisch bauen, oder? Ja. Kannst du den nicht verpackt auf die Rakete packen und losfliegen? Den Rover verpacken? Den Bohrer und Kran verpacken? Komm, wir fliegen mal wieder zurück. Und gucken. Aber es ist trotzdem immer noch hart belastend, das zu machen. Ja, natürlich. Alter, das gepackt, hast du da eingestiegen. Bist du drin? Ja. Jetzt so, Lukas ist nicht drin. Ja. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folgen hier gerade mal und dann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. Ja, moin.